Wir können aber noch, wenn du noch für ein Zeit hast, es gibt noch Oh A Gott. Crafting. Das geht 5 Minuten. Ah, okay, 5 Minuten. Das geht Fünf noch. Minuten. Dann gucken wir Sag, wenn uns mal jetzt. noch das neue Crafting an. So, ich hab's We have a lot of ausgewählt. new things in the. Ja, geht direkt ab. Okay, perfekt. Sehr schön. Dann gucken wir uns noch Crafting an. Was es jetzt da gibt, das ist ja neu entdeckt quasi bei uns. Das war kein Ne? Craft. Ja, wir haben ja jetzt echt uns quasi wirklich mit Downtimes beschäftigt und dort ist ja Crafting mit dabei. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt mit den Crafting-Regeln da kommt. Weil die sind relativ simpel gehalten, würde ich behaupten, und nicht so krass detailliert. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Also man muss da noch sehr viel als DM selber mit reinrufen. Dann rein da. Rein da. In the Player's Handbook, but we also have crafting rules. Tell me about those. So one of the surprises waiting for people in the new book are these crafting rules that make it easier than ever before for players who've dreamt of their characters making stuff to do exactly that. And these new crafting rules piggyback on a redesign of all of the tools in the Player's Handbook. So we've already talked about the fact that the equipment chapter has weapon masteries for all of the weapons. Well, we also gave new rules for all of the tools in the equipment chapter. Every tool now has something you can do with it using the utilize action. So the tool actually has a concrete function in regular play, but then also the artisan's tools in particular, they now each have a list of things that you can craft with them. And so the new crafting rules interlock with the revised tools, where if you have the proficiency, you can then use that tool to craft things on that tool's list using the new crafting rules. The new crafting rules, in addition to providing you a way to make the weapons, armor, and adventuring gear in the Player's Handbook, also provide you an easy way to make potions of healing and also spell scrolls. Other magic items, their crafting rules are in the new Dungeon Master's Guide and are far more straightforward than the crafting rules we had in 2014. But we wanted to bring potions of healing and spell scrolls to the crafting rules in the Player's Handbook itself, because we already had the potion of healing in the Player's Handbook in 2014 as something you could buy from a regular shop. And we also now have spell scrolls on the adventuring gear list as something you can buy. And so we wanted people to be able to make those things themselves. We have also made it clearer how your tools interact with your ability scores. So if you're curious, well, what ability do I use when making a check with a tool? We now tell you that. And we've also added rules for every piece of adventuring gear in the book. So previously we had a big adventuring gear table, and only some of the items on that list had entries in the equipment chapter. Now, every single thing on the adventuring gear table has an entry in the book that tells you what that piece of equipment is for. And there are also new pieces of equipment. Some of those new pieces of equipment are there because it's just simply something we thought should be in the player's handbook. But also some of it is there to actually support the tools and the crafting system. A great example of this is when working on the cartographer's tools, I realized, well, we don't have a map for you to make. And so Hoppala. we now have maps you can buy in the adventuring gear section with an actual game benefit. And then in the crafting system, now there's something for someone who has proficiency with cartographer's tools to actually make. And there are several other things like that that are not only going to be fun for people to purchase from the adventuring gear table and use in play,
but then also fun for people to craft if they decide to dive into this crafting system. The crafting system will also give new uses for people's hard-earned gold, and it will also let them stretch their gold further, assuming they have enough time between adventures to actually spend on crafting. When you pre-order the digital physical bundle. Okay, nice, nice. Finde ich auf jeden Fall nice. Dass jetzt wirklich, dass du halt. Anstatt halt mehr ausleben. Genau. Dass du halt wirklich auch dabei stehen hast, was kannst du damit craften, was macht das überhaupt. Ist auch angenehmer. Ja, anstatt rauszusuchen, was man, ob man das überhaupt darf, kann. Genau, ja, ja. Deutlich. Hundertprozentig. Das ist wirklich, das ist besser. Da hat man ja viel mehr Lust reinzuschauen und was machen, was zu machen. Das ist richtig. Auch das mit den Karten, das kam, da ist mir gar nicht so eingekommen, dass es halt diesen Kartografierer gibt. Aber wer macht das halt, ne? Also, wir hatten das war noch ganz am Anfang, ich weiß nicht wer. Ja. Da war man in der Höhle und da hat man das benutzt, um uns eine Map zu zeichnen von der Höhle. Da hat man wussten, welcher Eingang wo war. Da hat man sind verlaufen, war irgendwas. Ich glaube, das war, ja, okay. Weil ich euch keine Map von der Höhle wirklich gegeben habe. Ja, ja. Die Critical Role Dings, weil wir die ja offline spielen. Ja, stimmt. Aber sonst glaube ich wirklich noch nie verwendet, nie. Ja. Wir werden das, glaube ich, nie in der Midgold großartig dann. Weil für was auch. Ja. Aber das wäre lustig, das könnte man nochmal machen. Dass ihr zeichnen müsst, wo es lang geht. Das war lustig. Das ist eigentlich auch ziemlich einfach mit D&D Beyond Maps. Mach ich einfach einen grauen Bildschirm hin und ihr müsst drauf zeichnen. Zeichnen. Ja. Und das kannst du freilegen und da sind halt die Icons drin. Das wäre auf jeden Fall lustig. Ja gut, aber mit Maps hat man halt ein gutes Ding. Also ich glaube, ich würde euch dann nicht nochmal zeichnen lassen, aber. Als Joke, jawohl. Jawohl. Das, ja, als Joke, okay. Ich bin gerade am gucken, was hier noch aussteht für zum Beispiel das Map-Feature. Da gibt's ja auch noch so ein paar Dinge. Okay. Ja. Aber die meisten Sachen haben sie schon fertig. Also warte, ich kann das ja mal hier auflegen. Gibt noch einmal Tool Improvements, wo sie dran arbeiten wollen, dass man mehr Optionen hat, um den Fog of War quasi wegzumachen. Ja. Additional Token Options, wobei Hide and Reveal haben und Rename haben sie ja schon, aber Adding Game Data, das ist wahrscheinlich das, was noch fehlt. Wobei ich nicht genau weiß, was sie damit meinen, Adding Game Data. Und dann hier Ruler Tool haben sie ja schon. Aber was wahrscheinlich dann fehlt, das Integrated Token Movement Measurement. Also, dass wenn du deinen Token ziehst, dass du das automatisch quasi siehst, wie weit der gelaufen ist. Das wäre extrem nice. Das wäre wirklich extrem nice. Sehr angenehm. Ich würde allgemein noch gern haben, dass man eine Linie ziehen kann, wo alles sichtbar ist, wie weit das entfernt ist oder sonst was. Was Mensch eine Linie ziehen kann, sichtbar ist. Wenn du den Ruler holst und kannst du für dich dann gucken, wie viel das entfernt ist. Ach, für alle, dass das für alle sichtbar ist. Alle das anzeigen lassen. Ja, ja, das geht ja bei Roll20, ne? Ja, dass du dann sagst, okay, so weit ist das entfernt. Ja, finde ich, würde ich auch cool finden, definitiv. Aber overall UX Improvements, aber jetzt stehen hier, also das sind, die meisten Sachen sind ja anscheinend abgeschlossen. Additional User Control, Game Session Functional, Token Enhancements etc. Aber mir fehlen trotzdem noch so ein paar Tool-Dinger, zum Beispiel
Oder Integrationsdinger, wie zum Beispiel integrieren in das Encounter-Tool, was sie haben. Das wäre irgendwie heftig. Dass man halt wirklich sieht, die dass Anzeige, man. Genau, dass man so wie in Roll20 halt so einen Turn-Order hat und das gekoppelt ist mit dem Encounter-Tool, dass wenn du sagst, okay, ich starte einen Encounter, wird der auf der Map gestartet, weil. Mhm. Einen Zusammenhang zwischen Kampagne und Encounter hast du ja schon. Du kannst ja die genau. Kampagne ja, auswählen, genau. Wo deine Leute drin sind. Die und Leute das dann einfach quasi auf so. Der Map, weil die Kampagne ist ja auch mit der Map verknüpft, dass dann ja. quasi auf der Map der Encounter gestartet wird. Ja, cool, und du dann der so ein Ding hast. Das Icon hat dann einfach ein Symbol oder leuchtet auf oder irgendwie sowas. Zum Beispiel, was auch Ding ist, mehr Möglichkeiten auf dem Token selber Sachen anzuzeigen. Also, ja. dass du oder dass du Ringe stapeln kannst, zum Beispiel. Ja, oder das wäre nice. Über den Token einen Totenkopfschädel machen oder, genau, genau. bestimmte, oder einen Blitz für paralysiert ja. oder was auch immer. Oder vielleicht, dass es automatisch passiert. Weil der Token ist ja auch gekoppelt mit dem. Ja, das wäre krass, wenn der Token gekoppelt wäre, ja. Genau, der Token ist ja gekoppelt mit deinem Character Sheet, dass zum Beispiel, wenn du down gehst, du dann einfach quasi, weil das ja in deinem Character Sheet angezeigt wird, dass du dann halt einfach so einen Totenkopf da drauf bekommst, auf deinem Character. Oder, weil ich glaube, man kann auch bei den Charaktern hingehen und kann Sachen aktivieren in Form von hier Prone und so. Also ich glaube, man kann seinem Character Prone machen. Jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall wäre noch Luft nach oben. Ja. Ja, genau. Du kannst Conditions anmachen. Du kannst sagen, du bist blinded. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, du bist paralyzed. Ändert das irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Aber poisoned maybe? Alles mit Disadvantage? Was ist denn, wenn ich poisoned auswähle und dann was würfel? Würfelt der automatisch mit Disadvantage? Nee, macht er nicht. Okay. Aber, dass wenn quasi derjenige das auf seinem Character Sheet anmacht, dass dann auf der Map, auf dem Token dann was passiert. Das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Das wäre wirklich cool. Du sagst, okay, du bist poisoned, okay, mache ich an, zack, und dann wird auch auf dem Token das angezeigt. Oder du bist restrained oder so und dann wird das automatisch auf dem Token angezeigt. Das wäre schon cool. Das wäre wirklich cool. Das müssten sie noch einführen. Also es gibt noch so ein paar Sachen, also die Roadmap ist nicht hoffentlich nicht aktuell, also weil wenn das aktuell ist und die wirklich nur noch die Sachen zu machen wollen, das wäre echt, das wäre doof. Das wäre doof. Oder wäre halt erstmal, oder sie wollen erstmal diese Roadmap abarbeiten, bevor halt in den nächsten Schritt reingehen. Mal gucken, was gibt es denn eigentlich hier? Ich gucke ja immer gerne mal nochmal so in die News rein, was es so an News gibt. Wo waren die denn? Wirklich nur die hier? Nee. Irgendwo gab es doch hier News. Dragon Talk. Cool. Nee. Media? Oder sind das Community Updates? Nee. 11. Juni. Das ist auch hell wie Sau. Ich dachte, es gab so ein News-Ding, aber irgendwie anscheinend war es definitiv auch nicht. Notifications, Changelog, Private Messages. Nö. Egal. Vielleicht hier gibt es denn irgendwas Neues. College of Bard. College of Dance Bard. Unleash Killer.
Oh, es kommt eine neue Bard Subclass. Lol. Aha. Ja. Die haben anscheinend hier auch bei Mensch, Warrior of the Elements Monk, haben sie anscheinend Sachen abgeändert. See all posts. Ach, guck mal, hier kann man alle Posts sehen. Okay, da sind die Posts. Ist da irgendwas Cooles Neues? Haben wir alles noch nicht gesehen, das ist das Problem. Ah, da gibt es hier wahrscheinlich noch in Kompakt. So, was ist neu? Ah ja, da siehst du alles in Kompakt, was neu ist und mit welchem Level er das bekommt. Ah, hier, making certain skill checks. Ja, also es sind nicht auf alle. Das sieht man dann da nochmal. Ja, gut. Ja. Wäre von maximal weird. Nice. Ah, da kommen die Masteries. So. When you hit a creature, you can make a second attack at another creature within 5 feet of the original target within your reach. Oh, lol. Ja gut, aber dann musst du aber auch irgendwie es hinbekommen, dass mehrere Gegner um dich drumherum steht mit dem Cleave-Ding, ne? Wenn du zwei Enemies angreifen kannst, müssen aber auch zwei da stehen. Das wäre irgendwie ansonsten ein bisschen doof. And X, Danger Sense, jawohl. Cool. Da steht nochmal alles genau beschrieben, was die bekommen. Erst neues gemacht. Und sogar immer noch mit Beispielen hier zum Beispiel. Ach, King, hey. Ah, this allows you a combo effect like sending any flying into a blade barrier with disadvantage on the screen. Perhaps you hit a creature with a thrown hand axe, use forceful blow, send him 15 feet away and hamstring blow to reduce their speed to 15 feet. Then step back a couple of feet and ready your next hand axe. Das heißt, die kommen gar nicht erst nochmal an dich ran. Wie heftig ist das denn, Alter? Das ist ja... Ich hatte so die ganze Zeit so im Kopf, ja, okay, dann schubsen die halt ein bisschen weg, aber dann kommen die halt nochmal ran, aber das da ist ja unfair. Das ist ja voll unfair. Du schubst den 15 Feet weg, sagst dann noch, er kann nur, die nächste Runde hat er nur 15 Feet zum Laufen, ja. Und dann gehst du einfach 30 Feet nach hinten. Einfach, das ist Fakt. Uff. Das ist ein bisschen heftig. What the hell? Ja,
Okay. Okay. Wird lustig. Wird auf jeden Fall lustig, ja. Ja, bis jetzt, was wär die erste Klasse, die du ausprobieren wollen würdest, von denen, die wir jetzt schon gesehen haben? Welche wär's? Schwierig. Ich hab Bock auf einen Fighter. Okay. Einfach ein Fighter, der permanent jede Waffe da, der Special Master. Ja, der Battle Master. Der Battle Master. Einfach jedes Mal mit einer anderen Waffe rumballern und Leute rum zerfickern und. Das glaube ich schon lustig. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich so zwei. Das wäre einmal der Puff of the World Tree Baba. Weil der echt cool aus. Also der, wenn der wirklich so supportmäßig ist und quasi da so reingehen kann, das wäre lustig. Und dann den Thief mit seinen Magic Items Gedönches, weil ich das auch cool finde, wenn du dann einfach mal hingehst und in so einen Shop reingehst und sagst, guck mal, der hat so einen Wand of Magic Missile da sitzen, ne? Jetzt schon gerne. Ich mach dann die Story und das ist eine Welt ohne Magic Items. Fuck. Dammit. War die Klasse gewählt. Das erfährst du, das erfahrt man dann aber erst, wenn man so ein paar Runden gespielt hat, ne? So mittendrin schon 5 Level und dann so. In der ersten Stadt gibt es Magic Items. Ja. Und ich lasse euch dann weiter wandern und es gibt einfach keine mehr. Es gibt einfach keine mehr. Das war die einzige magische Stadt, die noch existiert hat, die noch Magic Items hatte. Monatelang gereist. Junge, du weißt aber nicht, wie schnell mein Charakter dahin rennen kann. Glaub mir's. Foxy. Ich muss zurück. Wir hatten da Magic Items. Einfach selber welche herstellen, Fabian. Das ist halt, dann ist halt dann drin. Ist so ein Ding, ja. Tja. Dann sage ich zu Patrick, wir sollen immer einen Artificer machen und sollen mir Magic Items herstellen. Do it. Einfach so ein Sklave, er darf nie wirklich was machen, der wird einfach eingesperrt. Muss permanent Magic Items herstellen. So sieht's aus. So sieht's aus. So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.